Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, ich war wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar war ich heute auf dem Flohmarkt im Ruhrgebiet. Also, ja, im Ruhrgebiet bin ich oft. Ich war heute in einer Kleinstadt im Ruhrgebiet, im Dortmunder Raum, aber nicht in Dortmund. Nachbarstadt, ne? Also direkt in der Nähe von Dortmund im Ruhrgebiet war ich unterwegs. Und war halt eine Kleinstadt und war halt ein kleiner Flohmarkt. Was heißt ein kleiner Flohmarkt? Ne? Es gibt noch deutlich kleinere. Ne? So richtig klein war der jetzt auch nicht, aber auch kein wirklich großer. Und ich habe vorher gewusst, so ab 6 Uhr ist der Aufbau. Und habe auch gedacht, versuch mal zeitig da zu sein. Ich hätte noch eher dahin fahren können. Aber es war auch Regen angekündigt, der dann aber übrigens gar nicht kam. Aber ich bin dann so, boah, ich war, was weiß ich, um 7:15 war ich da, ne? Und das ist schon nicht mehr, ist schon eigentlich gar nicht mehr so früh, ne, wenn 6 Uhr Aufbau ist. Also in Dortmund an der Uni oder so, oder auch in Münster, im einen oder anderen Flohmarkt, sollte man schon zum Aufbau da sein, ne? Sonst kriegt man nichts mehr, ne? Also in Großstädten ist das oft so. Und ist aber nicht bei jedem Flohmarkt so, ne? Und auch da gibt's Ausnahmen und auch im Sommer gibt's Familien, die spät aufbauen und so weiter, weiß ich alles. Aber wie gesagt, anstatt da früh hinzufahren, war ich um 7:15 erst da. So, dann komme ich da an und zu meinem Entsetzen stelle ich fest, da ist noch voll wenig aufgebaut. Ich sag mal so, 30% von dem, was hinter aufgebaut war, war da aufgebaut. Ich bin dann um die Stände rumgetingelt, es hat immer mehr aufgebaut, es wurde immer alles ein bisschen mehr, aber ich habe erstmal bestimmt 35 Minuten lang oder so überhaupt kein Videospiel gesehen. Ne? Bin da um die Stände rumgetingelt, ja. Und bis ich dann irgendwann mal was gefunden habe, danach lief es dann, nachdem ich das erste Mal gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man nichts findet und wenn man dann einmal was gefunden hat, auf einmal läuft es. Ne? Manchmal ist das so auf dem Flohmarkt und das war heute auch so. Und ja, ich würde einfach sagen, wir steigen ein mit dem ersten Deal, den ich gefunden habe. Ich würde mal sagen, los geht's. Wie viel wollen Sie für ein Spiel haben? Ich hätte mir gedacht, so 3 Euro. Pro Spiel? Okay. Wenn ich 3 nehme, machen wir 7? Also die 3 hier? Sind ja nur die 3 hier. Ich habe, das ist alles PC hier. Ich sammle nur Konsolenspiele. Ja, dann machen wir das. Okay, super. Ja, es ging los mit einem PlayStation 2 Deal. Und zwar habe ich da 3 PlayStation 2 Spiele gefunden. Und für 7 Euro, ne, nehme ich die doch gerne mit, die 3. Waren nicht die allerschlechtesten, ne. Einmal Dragon Ball Budokai. Ich bin überhaupt kein Dragon Ball Fan, ne. Ich kenne die, die sind noch komplett übrigens. Ich bin auch, ich kenne die Serie natürlich, ne. Hab da schon mal was von gehört und so. Auch schon mal gesehen, eine Folge oder so. Kann da aber nicht viel mit anfangen. Ich glaube aber, das ist ein Kampfspiel, wo man sich gegeneinander kloppen muss.
Und das finde ich dann wieder eigentlich ganz nice. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, ne, warum nicht? Dragon Ball Z, ich habe auch, glaube ich, ein anderes Dragon Ball Spiel in der Sammlung. Das ist mein zweites Dragon Ball Spiel, was ich an allen Videospielen überhaupt habe. Und ja, das habe ich mitgenommen. Dann gab es B-Movie, das Game, ist von dem Film, ne? Das ist auch kein teurer Titel hier oder so, ne? Aber ja, ich kenne den Film, ich finde den Film sogar ganz gut. Und ich meine, ich habe den Film sogar hier und habe mir gedacht, ach komm, warum nicht? Kann natürlich auch Lizenzschrott sein, aber warum nicht, ne? Schön für die Sammlung. Sowas nehme ich dann doch ganz gern mal mit. Und vielleicht macht das ja sogar Bock. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ein bisschen Mehrwert sein. Also, was heißt ein bisschen Mehrwert? Also, es ist kein 5-Euro-Titel jetzt oder so. Und zwar, lass ein 10er wert sein oder so. Also, glaubt schon, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Ist aber jetzt nicht so ein Spider-Man-Spiel, aber nicht so ein Spider-Man-Spiel, was mir so geläufig ist. Und zwar Spider-Man Freund oder Feind. Und ja, warum nicht, ne? Ich weiß nicht, ob es gut ist, ne? Keine Ahnung, aber Spider-Man mag ich eigentlich auch. Und ja, war halt dabei. Habe ich gerne in die PlayStation 2 Sammlung aufgenommen. Und für 7 Euro kann man da sowieso nicht meckern, ne? Die drei Games gab es für 7 Euro. Schön für meine PlayStation 2 Sammlung. Ja, und wie gesagt, nachdem ich das dann gefunden hatte, dann lief's. Also danach habe ich dann auch mehrere Sachen auf einmal gefunden. Auf einmal habe ich Videospiele gesehen, ne? Und auch selbst an Ständen, wo ich vorher nichts gefunden habe, lag auf einmal was, ne? Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Weiter geht's. Wie viel wollen Sie denn für so ein Spiel hier haben? 5 Euro. 6 für 20 machen? 22? 6 für 25 machen. 24. Okay. Ja, dann auf jeden Fall Deal des Tages. Ich glaube auch vielleicht sogar bisher der beste Deal, den ich dieses Jahr auf dem Flohmarkt gemacht habe. Ne, klar, die Saison hat noch gar nicht richtig angefangen oder fängt jetzt gerade an. Und ich habe auch natürlich, war auch natürlich nicht so viel unterwegs. Na klar, ein paar Flohmärkte habe ich schon gemacht dieses Jahr. Und aber bisher wahrscheinlich das Beste, was ich bisher so gefunden habe, ne? Also, es gab 6 Spiele, Wii-Spiele, habt ihr gesehen. Da lag auch noch ganz viel anderer Kram rum, ne? Also, unter anderem lag da, glaube ich, Bomberman für die PS4. Ich sammle aber keine PS4. Deswegen habe ich es nicht mitgenommen. Hätte ich auch mitnehmen können, locker für den Preis, ne? Was die da verlangt hat. Und auch noch andere Spiele, da waren unter anderem auch, ein Rabbids-Spiel, aber ich meinte, das hätte ich schon gehabt, Tomb Raider, ich meine, das hätte ich auch schon gehabt, Need for Speed-Spiele lagen, da lag einiges, was ich hätte eigentlich noch mitnehmen können, hab mich aber dann auf 6 Spiele beschränkt und hab für 6 Spiele 24 Euro bezahlt, also 4 Euro pro Titel, und das war super in Ordnung, denn dabei waren, fang mal an, komplett Zelda, Twilight Princess, das müsste ich auch schon haben. Ja, das habe ich auch schon. Hier ist noch so ein blöder alter GameStop-Aufkleber. Irgend so ein Aufkleber ist hier noch drauf. Ja, die kriege ich aber ab. Und ja, auf jeden Fall, das Twilight Princess habe ich schon. Wie gesagt, ich habe mir die teilweise auch mitgenommen, weil ich gedacht habe, boah, für den Preis 4 Euro pro Spiel, das ist auch gute Tauschware. Und ebenso, und ich glaube auch komplett, ja, genauso ist es, Mario Galaxy habe ich auch schon. Gucke ich auch, welcher Zustand besser ist. Ich glaube aber, mein Zustand ist besser.
Und ja, auch für 4 Euro, ne, kann man auch absolut nicht meckern. Super Mario Galaxy. Dann Mario Party 8. Auch komplett. Sehe ich hier, ja, auch komplett. Und zwar, ja, Mario Party 8 habe ich auch schon. Ich zeige euch jetzt erstmal hier die ganzen Spiele, die ich schon habe. Auch, ne, für 4 Euro eigentlich muss man es mitnehmen, ne, und auch das ist gute Tauschware auf jeden Fall. Habe ich auch schon. Mir fehlt Mario Party 9 für die Wii. Mario Party 8 habe ich aber schon. Dann Resident Evil 4 Wii Edition. Und ich, da könnte der Zustand besser sein. Ich weiß nicht, ob das hat eine Anleitung. Ich weiß nicht, ob meine Version, die ich hier habe, ob das eine Anleitung hat. Ich will jetzt auch nicht nachgucken. Ich suche mal immer, ob das, wo ich es überhaupt hier stehen habe. Ich sehe es gerade nicht, aber auf jeden Fall habe ich es. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Resident Evil 4 auf jeden Fall auch habe. Ja, habe ich da stets. Ja, muss ich mal gucken. Ne? Aber auf jeden Fall Resident Evil 4. Ich bin kein großer Resident Evil Fan. Ne? Also ich zock das gar nicht so. Ich mag auch nicht so Horror Games und sowas eigentlich. Aber ja, ist Capcom. Capcom mag ich sehr, ist auch Name, ne, Resident Evil, und wenn ich sowas mal finde, ne, für einen kleinen, für einen schmalen Taler, nehme ich das natürlich auch mit, ne, also dann stelle ich es mir schon in die Sammlung. In diesem Fall, das habe ich schon, aber auch wieder Tauschware, ne, und ich muss auch gucken, welche Version besser ist. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Also, welcher Zustand besser ist. So, und dann Resident Evil Umbrella Chronicles, das ist ohne Anleitung. Leider, ne, und das habe ich noch nicht. Aber das ist dann wie so ein Fall, das geht in meine Sammlung, auch wenn da die Anleitung fehlt. Und ja, fehlt mir noch in der Sammlung, ne? Habe ich gerne mitgenommen. Ne? Wie gesagt, ich bin nicht der größte Resident Evil Fan, ist nicht so mein Genre, aber das stelle ich mir doch ganz gerne in die Sammlung. Ne? Für 4 Euro sage ich da nicht nein. Und dann, ja, das ist jetzt gar nicht so ein hochpreisiger Titel, der kostet, was ich, 7, 8 Euro. Garfield Show, Invasion der Space Lasagne. Ja, habe ich mir auch mitgenommen, ne? Da habe ich mir gedacht, das ist ganz cool. Garfield, das auch mit Anleitung übrigens. Ich habe mir gedacht, ja, Garfield, warum nicht? Stellst du dir auch gerne in eine Sammlung, zockst du mal, ist vielleicht auch ganz cool. Das habe ich auch gerne mitgenommen. Garfield mag ich. Und dann gab es wirklich 6 Games und dann wirklich nicht die schlechtesten Games. Wie gesagt, sehr gute Tauschware dabei. Und ein Resident Evil, was ich noch nicht habe. Und das Garfield, was ich noch nicht habe. Für 24 Euro, ne? Da kann man echt nicht meckern. Also 4 Euro pro Game. Zelda dabei, Mario Party dabei, Mario Galaxy. War okay. Also da muss ich echt sagen, das war ein guter Deal. Ne? So oft ich auch am Hadern bin mit meinen Deals, das war auch mal ein guter Deal. Ja, das war das. Ich würde sagen, weiter geht's. Wollen Sie für so ein Spiel haben hier? Wenn Sie eins nehmen, 1 Euro. Wenn Sie mehrere nehmen, dann mache ich 50 Cent. Oh, die anderen sind alles, glaube ich, PC-Spiele. Ja, ich guck mal. Das, ne? Ja, ich sammle nur. Das ist ein PlayStation-Spiel und die sammle ich. Aber die anderen sind, glaube ich, nix alle. Ach, ich bin Sammler. Ich nehme auch die unbeliebteren Spiele. Ja, dann ist gut. Dann schlage mal zu. Ja, und für einen Euro nehme ich das auf jeden Fall mit. Ja, dann war ich an so einem Stand, da war ich vorher schon mal gewesen. Und dann stand da eine Kiste mit, ich glaube, VHS-Kassetten und da waren auch ein paar PC-Spiele drin. Auf einmal stand da eine zweite Kiste daneben und da waren wieder ohne Ende PC-Spiele drin. Aber halt auch ein PlayStation 2-Spiel. Und für einen Euro habe ich es mir mitgenommen. Real World Golf, ne, Golfspiel, ne, ja, ist nix Besonderes wahrscheinlich. Hinten steht's auf Französisch drauf. Ja, wird französische Version sogar sein, das auch noch. Und ja, aber ist komplett.
Und für 1 Euro, ne, komm, will ich gar nicht rummeckern. 1 Euro hat es nur gekostet. Und ja, ein Golfspiel, ne? Warum nicht, ne? Für 1 Euro geht in meine Sammlung. Vielleicht macht's ja auch Spaß. Ihr wisst, ich mag auch mal so ein Crap, ne? Hole ich mir auch mal. Ja, für 1 Euro habe ich es mitgenommen, ne? Ansonsten waren in der Kiste wirklich nur PC-Spiele. Und könnte man vielleicht auch mitnehmen als Tauschware oder so, ne? Also sammeln tue ich die nicht, werde ich auch nie wahrscheinlich, die PC-Spiele. Aber da kenne ich mich zu wenig aus. Ich weiß überhaupt gar nicht, was gut ist, ne? Und deswegen habe ich das auch gelassen und habe mir nur dieses eine PlayStation 2-Spiel mitgenommen. Ja, Real World Golf gab's für 1 Euro. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Also 12, ne? 5, machen wir zusammen 20? Guck mal, ich hab denen gesagt, 15 habe ich 12 Euro gemacht. Den hier, ne? Ja, ja, da habe ich noch was gemacht. Ohne dir etwas zu sagen. Okay? Ja, hast ja recht. Das ist ein fairer Preis. Ja, komm, 22 ist auch in Ordnung dafür. Du bist der erste Kunde, deshalb habe ich dir direkt Angebot gemacht. Ja. Ja, dann war ich bei einem Händlerstand. Aber dazu muss ich euch ja mal eben was sagen. Also, das war so. Ich nehme ja mit dem Handy auf, ne? Wenn ich auf den Flohmarkt gehe. Ich habe schon lange vor, irgendwann mal mir eine GoPro zu holen. Das Problem ist einfach, es hat sich alles jetzt ein bisschen anders entwickelt, dadurch, dass ich erstmal in Regale für meine Zockerbude hier oben in die neue stecken musste und auch noch nicht ganz abgeschlossen bin und erstmal eigentlich meine Zockerbude so haben möchte. Eine Couch habe ich mir auch noch geholt. Und erstmal meine Zockerbude so haben möchte, dass ich zufrieden bin und mich hier wohlfühle. Und danach kommt die GoPro, so habe ich es mir überlegt, ne? Das ist einfach angenehmer für mich, ne? Aber ja, auf jeden Fall war ich an diesem Händlerstand und habe irgendwann gemerkt, du hast gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Und deswegen ist das mittendrin und ihr seht wenig von diesem Händlerstand. Ich habe euch extra nochmal diese total verblichenen Super Nintendo-Spiele eingefangen, damit ihr das seht. Und ja, aber dass ihr euch nicht wundert, wie es dann zu diesem Deal kam. Also, ich habe mir mitgenommen für die Wii U Captain Toad Treasure, Treasure Tracker. Wollte eigentlich 15 haben, hat er mir schon erlassen auf 12. So, dann habe ich mir 2 der wenigen brauchbaren Super Nintendo Spiele daraus geholt. Und zwar einmal FIFA 96 und einmal World Cup Striker. Und dafür wollte er jeweils einen 5er haben. Das fand ich noch ganz in Ordnung, ne? Und dann habe ich insgesamt 22 für bezahlt. Habe ich zwar noch versucht, auch auf den 20 runterzuhandeln, hat er aber nicht mehr gemacht. Aber eigentlich hatte er mir vorher schon 3 erlassen. Ob das jetzt 15 oder 12 wert ist, ne? Darüber kann man sich streiten. Wahrscheinlich eher ist es nicht 15 wert, ne? 12 weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich wollte es auch gerne haben und habe es gerne mitgenommen. Genauso übrigens für diese beiden Fußballspiele, die ich noch nicht habe. Nichts Besonderes, Fifi mal wieder, ne? Aber an Super Nintendo nehme ich eigentlich alles gern so mit, was ich gerne haben möchte. Ja, das ist ein normales FIFA hier, ne? Glänzt eigentlich nur dadurch, dass es halt damals schon Lizenzen hatte von Vereinen und Spielern und so. Und das hier, World Cup Striker, ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Gutes Fußballspiel. Hat mir damals Spaß gemacht, aber eigentlich nicht dieses. Ich hatte das normale Striker. Das hole ich euch mal eben. So. Hier habe ich das normale Striker. Das ist auch das Original. Das hatte ich auch in meiner Kindheit. Hier habe ich den OVP, habe ich immer noch nicht in eine Schutzhülle gepackt übrigens. Und ja, das kam glaube ich 92 raus oder so. Und wie gesagt, eigentlich ein ganz cooles Fußballspiel. Und zur WM 94 kam dann dieses World Cup Striker raus. Also kurz darauf und 2 Jahre später oder so, was ich, die WM war 94. Ich glaube, es kam dann auch 94 raus. Und der Unterschied ist, bei dem anderen Spiel war keine Speicherbatterie drin. Hier war eine Speicherbatterie drin, die vielleicht heute wahrscheinlich gar nicht mehr speichern wird. Und hier drin waren auch noch ein paar andere Modis, glaube ich, aber auch nicht viel. Und das konnte man mit dem Multitape spielen. Also das andere konnte man nur zu zweit spielen. Und das konnte man auch noch mit mehr Leuten, mit 4 oder mit 5, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
konnte man das spielen. Und ja, das ist eigentlich nur eine andere Version, ein bisschen verbesserte Version. In meiner Kita hatte ich aber das hier und deswegen ist mir auch wichtiger, das in OVP zu haben. Und das als Modul geht auch noch so in meine Sammlung. Ja, das war das. Dann war ich nach diesem Händlerstand, ihr wisst, goldene Regel, Händlerstand zum Schluss, war ich eigentlich durch. Und dann sehe ich auf einmal aus dem Augenwinkel an so einem anderen Stand, wo viele CDs rumlagen, da liegen auch, was ich, 3-4 Spiele drauf. Und da bin ich da auch noch hingegangen. Und was ich da noch gefunden habe, das zeige ich euch auch noch. Weiter geht's. Was willst du für so ein Spiel haben? 3 Euro. 3 Euro? Machst du 2 für 5? Ja. War super. Ja, dann gab es noch 2 Xbox 360 Spiele, ne? Und für 2,50 pro Spiel, also ich hab's runtergegangen, ich habe einen 5er für beide Spiele bezahlt. Für 2,50 pro Spiel habe ich mir gedacht, komm, das kannst du auf jeden Fall machen. Und zwar einmal Assassin's Creed 3. Habe ich schon für die Wii U, meine ich. Jo, habe ich für die Wii U. Ja, ne? Ist halt, Assassin's Creed kennt man, ne? Das ist aber, ja, ich glaube, das ist ganz cool. Und ja, habe ich mir gerne mitgenommen. Meine 360-Sammlung ist ja auch noch ganz klein. Sammle ich ja auch noch nicht so lange. Aber wenn ich mal was finde, nehme ich es mir gerne mit. Vor allen Dingen für 2,50, ne? Warum nicht? Und was nicht fehlen darf, das obligatorische WWE-Spiel. Und zwar SmackDown vs. Raw 2010 in diesem Fall. Hier sind auch noch, das hier auch, ne, so blöde Aufkleber drauf. Aber die muss ich noch runter machen. Ja, ne, ein WWE-Spiel. Warum nicht, ne? 2010, von 2010 ist es. Und ja, habe ich mir gerne mitgenommen, ne? Geht auch gerne in meine Sammlung. Und ja, für die beiden, also beide Spiele für einen 5er, war okay für mich. Gerne in meine Sammlung aufgenommen. Ja, das war's dann aber wirklich für heute. Mit dieser Flohmarkt-Folge aus dem Ruhrgebiet. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Das war's, euer Patrick.